Moin, moin, ich wurde. Ruhe auf dem billigen Rang. Ich wurde gebeten, mein Anliegen doch in einem etwas kürzeren Video mal vorzutragen, dass man dann teilen kann, ohne dass man eine halbe Stunde meinen Erzählungen lauschen muss, weil man mich gar nicht kennt. Also, ich bin dabei, jemanden zu finden, der jemanden sucht, der einen Gärtner für seine Finca auf Mallorca braucht. Und zwar so, wie ich das hier habe, nämlich, dass ich quasi dafür, dass ich mich um die Finca kümmere, alles im Garten mache, was anfällt, Pool und so weiter, quasi als Miete mache. So, und ansonsten möchte ich auch nichts bezahlt bekommen oder so. Das war hier schon irgendwie ein Teil des Problems, dass man mich bezahlen wollte und ich gar nicht so richtig das abarbeiten konnte und bla bla bla. Und ich wollte das von Anfang an auch gar nicht und deswegen möchte ich das auch jetzt nicht. Mir ist dann wichtiger, wenn ich irgendwas machen soll, dass Material und Werkzeug da sind. Das ist, damit ich überhaupt was machen kann, sonst macht es halt keinen Sinn, mich zu bezahlen. Will ich aber auch nicht. Ich will mich eigentlich um mein Einkommen soweit selber kümmern, aber biete halt eben dafür an, 2 Stunden am Tag oder 3, so viel wie nötig. Manchmal ist es mal mehr, manchmal ist es weniger. Mich auf jeden Fall darum zu kümmern, dass der Garten in Ordnung ist und eventuell, wenn das gefragt ist, gewünscht ist, mich damit beschäftigen kann, den Garten essbar zu machen. Schön wäre, wenn Strom und Warmwasser vorhanden wäre und Internetempfang. Ich muss kein WLAN haben, aber wäre halt cool, wenn ich da bei Movistar Empfang reinbekomme, weil ich mein Internet auf jeden Fall irgendwo brauche. Wer eine Idee hat, wer eventuell jemanden wie mich sucht, einfach mal weiterleiten, gerne bei mir melden. Kontakte stehen unten in der Videobeschreibung, soweit ich mich erinnere. Ansonsten checke ich das gleich mal und viel mehr habe ich jetzt hier gerade eigentlich nicht zu sagen. Ich grüße in die Runde und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also es bleibt spannend, aber ich habe im Moment so richtig den Bogen raus, mir keine großen Sorgen zu machen, weil ich mich habe, weil ich euch habe und wir in der Vergangenheit eigentlich immer in der Lage waren, für alle möglichen Probleme eine Lösung zu finden. Danke für eure ganze Unterstützung, auch für die Leute, die mir zwischendurch Geld auch schicken und ich nicht mal weiß, wer das ist und wo ich Danke sagen könnte. An dieser Stelle an all die Anonymen da draußen. Danke, danke. Das hilft dabei unheimlich, sich auch bestätigt und gut zu fühlen und eben das Kontrastprogramm dessen zu erleben, was ich halt so die letzten Jahre eigentlich gemacht habe. Mehr dazu in meinem langen Video vom letzten Mal. So, ne? Ja, jetzt muss schon mal. Aber 5 hat man mir erlaubt, 3, 42 ist im Rahmen. Ich wünsche euch den Frieden. Bis dann. Tschüss. Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lass dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss.